Heute beschäftigen wir uns ganz konkret mit dem Thema: Gelten allgemeine Geschäftsbedingungen immer? Jetzt hat man einen Vertrag geschlossen und man möchte die Forderung aus dem Vertrag geltend machen. Jetzt gibt es Einwendungen, weil die Gegenpartei auch ein Unternehmer ist. Und er sagt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gar nicht und das, was du von mir forderst, das stimmt alles nicht. Dann fragen sich Leute spätestens beim Gerichtstermin, sind denn die allgemeinen Geschäftsbedingungen überhaupt wirksam eingebunden worden? Allgemeine Geschäftsbedingungen. Wenn ich einen Vertrag schließe, gelten diese als Grundlage für alle Vereinbarungen. Sie haben aber wirklich nur Gültigkeit, wenn ich sie wirksam in den Vertrag eingeschlossen habe. Das heißt, mein Gegenüber muss vor Vertragsschluss davon Kenntnis nehmen können. Also schickt man das am besten mit der Offerte gleich mit, entweder hinten drauf gedruckt oder als Link unten in der E-Mail oder per E-Mail-Anhang. Dann muss derjenige davon Kenntnis nehmen können. Das kann er dann natürlich, indem er dort anklickt. Was ist denn jetzt, wenn er sagt, naja, ich habe das gesehen, aber ich habe es nicht wirklich gelesen, also betrifft mich das überhaupt gar nicht? Das spielt keine Rolle. Ob er davon tatsächlich Kenntnis genommen hat, ist sein eigenes Problem. Wenn er die AGB nicht gelesen hat, sie aber hätte lesen können, ist das vollkommen ausreichend. Jetzt gibt es einige schlaue Unternehmer, die sagen, naja, du hast allgemeine Geschäftsbedingungen und hast versucht, sie wirksam einzubinden, aber ich habe auch AGBs. Die stelle ich gegenüber. Dann sind manche Leute der Meinung, dass erst die zweiten AGBs Gültigkeit haben. Das stimmt aber so nicht. Man legt dann die beiden allgemeinen Geschäftsbedingungen nebeneinander und schaut, die gleichen Vereinbarungen, die sind wirksam einbezogen. Die sich jedoch gegenseitig ausschließen, die wurden nicht wirksam einbezogen. Und hierüber kann man sich dann tatsächlich trefflich streiten. Wenn Sie mehr Informationen zum Thema, wie ich allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam einbinde, sehen möchten, finden Sie diese in unserem Video hier. Allgemeine Geschäftsbedingungen richtig in den Vertrag einbinden heißt? Tatsache ist, dass allgemeine Geschäftsbedingungen, solange sie wirksam eingebunden wurden, auch tatsächlich den Vertragsinhalt regeln und auch, wenn man eine Forderung verlangt, diese vorgelegt werden können. Fazit ist demnach, achten Sie darauf, dass der Kunde von den allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis nehmen kann. Sonst sind diese nicht wirksam eingebunden.